In diesem Video zeige ich dir die drei häufigsten Fehler, die beim Schlag aus dem Bunker auftreten. Und vor allem zeige ich dir, wie du sie selber korrigieren kannst. Hi, mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PGA Golf Professional und Head Coach der Online-Trainingsplattform Golf in Leicht. Mittlerweile weißt du, wie du sozusagen mit Bunker aus dem Bunker schlägst. Du hast dir die Videos zum Setup und zur Bewegung und zum Rhythmus angeschaut. Und du weißt auch, dass du eigentlich den Bunkerschlag gar nicht so intensiv und häufig trainieren musst, denn er kommt einfach auf einer 18-Loch-Runde viel zu selten vor. Ich sag mal im Schnitt vielleicht 1 bis 3 Bunkerschläge. Also irgendwie vielleicht nur 1 oder 2% aller Schläge, die du machst. Und natürlich, ich weiß, es ist trotzdem wichtig, dass du mit großem Selbstvertrauen in den Bunker gehst, weil der Bunker ist eben doch für viele Golfer leider ein Horror. Und er ist ein Horror, weil sich 3 Fehler sozusagen auch hier wie ein roter Faden immer wieder durch das Bunkerspiel durchziehen. Zumindest erlebe ich das in meinen Stunden, die ich im Bunker gebe oder wenn ich auf dem Platz bin und sehe, wie Leute aus dem Bunker spielen wollen. Und ich würde jetzt gerne mit dir einmal durch diese 3 Fehler, die ich immer wieder beobachte, durchgehen. Und vor allem die natürlich auch zeigen, wie du es richtig machen kannst, weil das ist ja das viel Wichtigere. Also, der erste Fehler ist eine falsche Ausrichtung. Am allereinfachsten ist es im Bunker, wenn du dich parallel zur Ziellinie ausrichtest. Ganz viele Golfer, und ich glaube, so ist es auch früher unterrichtet worden und so habe ich es auch gelernt, richten sich aber extrem weit nach links aus vom Ziel, also stehen offen am Ball, und wundern sich dann, dass sie den Ball mit viel zu viel Sand treffen oder irgendwie den Ball toppen. Denn was passiert, wenn ich mich jetzt extrem weit links vom Ziel ausrichte? Mein Eintreffwinkel zum Ziel gesehen wird viel zu steil. Das heißt, der Schläger schlägt viel zu steil von oben in den Sand rein und bleibt hängen. Und das hat eben genau zur Folge, dass der Ball irgendwie nicht aus dem Bunker rauskommt. Dein Job wäre in dem Fall, dass du dich wirklich einfach parallel zur Ziellinie hinstellst und dann auch den Schläger parallel zu deiner Ziellinie schwingst. Denn dann kommt der Schläger, und das ist das Wichtige im Bunker, viel flacher an den Ball, trifft vor dem Ball ein bisschen in den Boden und hebt den Ball dann hoch und schön aus dem Bunker raus. Das wäre Fehler Nummer 1 bzw. Korrektur Nummer 1. Fehler Nummer 2 ist ein noch viel weiter verbreiteter. Denn man soll ja im Bunker mit dem Schläger vor dem Ball in den Boden treffen. Und ich erlebe immer wieder Golfer, die das unterstützen wollen, indem sie sozusagen mit ihrem Gewicht rechts bleiben. Das Problem ist, wenn mein Gewicht im Bunker auf dem rechten Bein ist, dann verlagere ich meinen tiefsten Punkt des Schwunges noch weiter nach rechts und dann trifft der Schläger einfach viel zu früh in den Boden. Und auch hier ist wieder die Gefahr, dass der Ball entweder, weil der Schläger viel zu langsam wird, im Bunker bleibt oder, und das ist das wahrscheinlich, wo du viel mehr Angst vor hast, dass der Ball irgendwie so getoppt wird und entweder gegen die Bunkerkante fliegt oder hinten ganz weit übers Grün schießt. Und darum wäre in dem Fall dein Job, dass du auf jeden Fall im Setup schon deinen Schwerpunkt ganz leicht auf dem linken Bein hast und diesen auch auf dem linken Bein hältst, dass du also im Rückschwung etwas links bist und auch natürlich im Durchschwung dich wirklich mit durch den Ball bewegst. Weil dann sorgst du über dein Setup dafür, dass der Schläger kurz vor dem Ball in den Boden trifft und den Ball eben entsprechend durch den Loft nach oben hebt. Und Fehler Nummer 3 ist, und lass es mich mit einem ganz leichten Schmunzeln sagen, dass du überhaupt in den Bunker geschlagen hast. Ich kann dir nur empfehlen, guck dir nochmal die Videos Grün Mitte und hinten aufs Grün aus dem Bereich Schläge ins Grün an. Grundsätzlich würde ich dir aber empfehlen und kann ich dir wirklich nur raten, schau dir mal die Löcher bei dir auf dem Golfplatz an. Die meisten grünen Bunker sind wo? Genau, die sind vor dem Grün. Denn da haben die Golfplatzarchitekten und Designer sie hingebaut, weil sie wissen, dass wir Durchschnittsgolfer den Ball meistens zu kurz lassen und er dann im Bunker landet.
Das heißt, wenn du jetzt bei deiner Schlagplanung ins Grün schon beachtest, dass du eventuell einen Schläger mehr nimmst, wenn du Grünbunker vor dem Grün hast, ja, einfach damit du ihn ganz sicher aufs Grün bringst und den Bunkerschlag auf jeden Fall vermeidest. Oder wenn du eben Grünbunker links und rechts vom Grün hast, dass du eben genau auf die andere Seite vom Grün zielst. Also wenn du einen tiefen Grünbunker auf der rechten Seite hast, dann visiere einfach in dem Beispiel die linke Hälfte des Grüns an. Und wenn du das auch noch berücksichtigst, dass du eben viel weniger Bälle in den Bunker schlägst, dann wird auch dein gesamtes Bunkerspiel viel leichter auf dem Platz. Denn dann wird der Ball auf dem Grün liegen und das Putten ist natürlich viel einfacher, als wenn du im Bunker liegst. Also in dem Sinne, achte auf diese drei Dinge. Einmal, dass du dich auf jeden Fall parallel zur Ziellinie ausrichtest, dass du auf jeden Fall deinen Schwerpunkt eher auf dem linken Bein hast. Aber das Ganze brauchst du ja nicht, weil du ja ab sofort keinen Ball mehr in den Bunker schlägst. In dem Sinne, mit Bunker aus dem Bunker, ich wünsche dir viel Spaß.